In diesem Video sammeln wir ganz, ganz viele Autogramme. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus dem Disneyland Paris. Und in diesem Video geht es um Charaktere und Autogramme sammeln. Das hatte ich tatsächlich schon lange vor, dieses Video, aber dann kam ja das bekannte C, dann konnte man keine Autogramme mehr sammeln und dieses Wochenende haben wir ganz, ganz viele Charaktere geplant. Wir gehen morgen im Plaza Gardens frühstücken, heute Abend eventuell ins Auberge de Cendrillon, gleich treffen wir Minnie und andere Charaktere. Wir gehen ins Training Center und deswegen Autogrammbuch dabei. Ja. Wenn Daniel mich immer unterbricht und ich nicht im Fluss weiterreden kann, weil er mir irgendwie... Im Fluss, der Teleprompter ist doch schon der Teleprompter. Also, was ich eigentlich noch sagen wollte, das Autogrammbuch kostet ohne Stift 13 Euro, ohne Jahreskartenrabatt. Das ist das Buch zum 30. Geburtstag. Und Sven, kannst du mal assistieren, mal aufmachen, bitte. Da kann man dann einmal das Auto... Also, hier kann man erstmal seinen Namen eintragen. Und dann kann man da das Bild eindingsen und dann hier das Autogramm sammeln. Den Stift habe ich mir von zu Hause mitgebracht. Die hatte ich schon vorher. Genau. Ja, ich zeige euch später noch, welche Autogrammbücher es sonst noch gibt hier im Park und ein paar Tipps und Tricks, wie man mit Charakteren interagieren kann. How are you today? Good? I love your glasses. So beautiful. Can you borrow them to me? Yeah. Mini ears. And mini underwear. I love your dress as well. Hidden Mickey's, right? Here's a Hidden Mickey. Yeah? So beautiful. So, let's see. You are the first one. Which color do you want? Purple? Yeah? Okay. Good? It's you and here? Everywhere. Can I have an autograph from you? So. It's already, it's out, so, yeah. You do autographs well? Of course. So, thank you. I love your dress. Thank you so much. It's matching at least the colors. Not the theme, just the colors. Yes, I love it. Can I have an autograph? I would be honored to. This page here. Yes. What color am I? Do you want? Oh, can I have a purple? Yes. Thank you so much. So tell me, today is your first day here? Yes, we arrived yesterday. Yesterday evening, and you're here for 3 days. Until tomorrow morning. Until tomorrow, but you're going to start this morning. Yes. Very excited. Prince celebration. So many princes. So what have you been doing with yourself so far? This morning we met Minnie in her Parisian outfit. And then we went to the Avengers campus to see some superheroes. And now we came here and watch the Premature Rider show. Have you seen it yet? Yes. It's a couple times. Yes. I love the pirates. They're so wonderful. I had to tell my mom. Yes. Can you please have an autograph, Mickey? Ah, thank you so much. Let's have a picture. Autograph first.
he's recording you, yes? Yeah. Good, number one. Can I have an autograph? You are number one. Always number one. So. Thank you. And now can I have an autograph, please? Thank you. Yeah, it's Snow White. Aw, thank you. Thank you so much. Now a picture. So, what you want right here? Yeah? A lot of breakfast. Also ich habe wirklich fleißig Autogramme gesammelt dieses Wochenende. Man muss aber dazu sagen, dass wir eine Priority Card hatten und deswegen mehr Charaktere treffen durften als normalerweise, weil die Wartezeiten am Wochenende natürlich wesentlich länger sind. Aber sowas wie Auberge de Cendrillon oder Plaza Gardens, da könnt ihr natürlich richtig viele Charaktere auf einmal treffen. Und gestern zum Beispiel 6 Stück beim Abendessen, heute Morgen auch nochmal 6 Charaktere beim Frühstück, dann habt ihr schon mal 12. Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen, wen wir hier so drin hatten. Also wir haben Daisy, Minnie, Captain Marvel. Also die haben wirklich alle ihre Signature-Unterschrift. Belle, Mickey, Pluto, Rabbit. Kann man da immer das Bild dann reinmachen? Ich ein bisschen doof finde. Ach, das ist dahinter, ne? Ja, das Logo. Ich dachte schon, das wäre vor dem Bild. Goofy. Pinocchio war wirklich süß, das zeige ich euch gleich. Geppetto. Bei Eeyore sieht es ein bisschen aus, als hätte ein 2-jähriges Kind geschrieben, das gerade versucht hat, schreiben zu lernen. Donald Duck, Number One. Da Pinocchio, der war ganz böse, der hat nämlich Chip und Dale angemalt. Die haben kleine Hörner bekommen. Tigger. Captain Hook. Mr. Smee. Und das war's, glaube ich. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Seiten immer noch frei, also es passen noch einige Autogramme rein. Wir stehen jetzt gerade beim Princess Pavillon an. Und ja, wie gesagt, Tipps, wo man viele sammeln kann, natürlich Extra Magic Hours, ist nicht viel los bei den Charakteren. Oder halt Character Breakfast für die Charaktere oder Plaza Gardens am Abend oder halt sowas wie Auberge de Cendrillon. An den Hotels gibt es natürlich auch Charaktere und natürlich auf dem Avengers Campus laufen die auch rum und geben auch manchmal Autogramme. Einfach dann das Autogrammbuch in der Hand halten, fragen und dann ist es gar kein Problem. Ja, in vielen Läden bekommt ihr diese Autogrammbücher mit verschiedenen Designs. Mini, Freunde, es gibt auch irgendwo Prinzessinnen, aber hier ist noch das vom 30. Geburtstag. Ihr könnt natürlich auch normale Notizbücher nehmen, aber da kann man auch extra die Fotos reintun. Und Stifte gibt es ja auch in Hülle und Fülle, die man dafür kaufen kann. Früher gab es noch einen Stift dazu, mittlerweile musste outgesourced werden. Gibt keine Stifte mehr dazu. Ist hier noch? Ne, das sind ja die einzigen jetzt hier im Emporium. Ja. Und die kleinen Bücher kosten 9 Euro und das am 30. Geburtstag kostet 13. Ja, wir haben einige Charaktere getroffen an diesem Wochenende, dank auch der Lotte. Einen Charakter habe ich tatsächlich vergessen beim Autogrammbuch, und zwar wir haben Aurora getroffen. Ich habe mein Autogrammbuch vergessen.
Aber sonst habe ich alle Autogramme gesammelt, richtig erfolgreich. Und es macht immer wieder Spaß, Charaktere zu treffen. Sie auf das Outfit aufmerksam zu machen. Die lieben ja auch einen. Solche Schneewittchen, Aurora fand meinen Apfel heute Morgen richtig cool. Und ja, so kann man immer gut mit den Charakteren interagieren. Es waren aber auch eigentlich alle gut drauf dieses Wochenende. Ja, und ich hoffe, dieses Autogramm-Buch-Sammeln-Video hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!